Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic 1. Wir sind hier beim neuen Lager. Verpiss dich. Geil. Und, ja. Verpiss dich. Die Leute sind halt sehr nett. Mit Jaco kann ich ja nicht reden, ne? Nein, genau. Immer noch nicht. Gut, weil hier ist halt so eine Krautfarm, Dings sieht zumindest so aus. Aber wir haben in der letzten Folge ja das neue Lager gefunden. Das ist schon mal, ja, erwähnenswert. Auf jeden Fall. Hier töten wir noch ein paar Maulwurfsratten. Würde ich sagen. Na? Leider nicht. Ja, und im Allgemeinen noch so, was es hier noch so gibt. Was ist das hier? Ist ein Trank, der schwebt? Ja, Clipping-Fehler kommt immer wieder hin. Immer wieder vor, genauso wie Sachen, dass hier halt eine Strömung in einem isolierten See ist. Ja, passiert. Schmälert den Gesamteindruck aber nicht sehr. So. Na toll. Sag nicht, dass ich die Dinger. Doch, hä? Ich dachte schon. Ich hätte es halt echt gewundert. Ich dachte, ich könnte den nämlich halt immer töten. So. Ach, Klauen gaben die. Die bringen natürlich auch immer gutes Geld. Dabei könnte ich jetzt sogar schon was essen. Ja, hier so ein paar Fertigsachen, ne? Minecrawler-Suppen und sowas. Halt so Zeugs, ne? Kann man immer wieder nutzen. So. Nachdem wir jetzt aber das hier, dann gehen wir jetzt aber so richtig, ne? Ins neue Lager. Oh, ich muss mich anders hinsetzen, kurz meinen Nacken knacken. So. Dachchen. Hier war ja da ein bisschen high. Das weiß ich ja mittlerweile. So. Und dann reden wir doch gleich mal mit den Farmern da vorne. Ob die vielleicht irgendwie andere Infos über das neue Lager haben. Guck mal, da ist doch sogar so eine Sumpfkrautfarm. Wie läuft's denn so? Gibt eine Menge zu tun. Wir brauchen viel Reis, um die Leute hier alle ernähren zu können. Mhm. Was muss ich über diesen Ort wissen? Sei vorsichtig, wenn du ins Lager gehst, Junge. Da laufen so einige Halsabschneider rum, die einem Neuen wie dir an die Kehle wollen. Ja, okay. Habt ihr einen Anführer? Der Reislord ist sowas wie unser Anführer, aber die meisten arbeiten nur aus Angst vor ihm und seinen Schlägern. Bei mir sieht das anders aus. Ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel und keine Lust mehr, mich mit den Banditen im Lager rumzuschlagen. Die Reisfelder sind genau das Richtige für mich. Ja dann. Man kann auch mit einer einfachen Bestimmung glücklich werden, das wissen wir doch alle. So, Pock. Hi, ich bin neu hier. Schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Du bist schon lange in der Kolonie, hm? Stimmt genau, Junge. Ich war einer der Ersten. Okay, bei ihm hätte ich jetzt echt eine höhere Stimme erwartet durch den Namen. Hallo? Dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier. Tja, wie man's nimmt. Die meiste Zeit verbringe ich hier beim Reispflücken. Nur dadurch bin ich so alt geworden. Wir bekommen etwas Reis ab und vielleicht mal Schnaps. Nicht viel, aber es reicht. Mhm. Weshalb bist du hier? Die Steuern, mein Junge, die Steuern. Meine Scheune war so leer wie mein Bauch. Da konnte ich nicht mehr zahlen. Irgendwann kamen die Soldaten und brachten mich her. Aber hier ist es nicht schlechter als draußen. Ich werde wenigstens nicht vor Hunger sterben. Hab immer meine Steuern gezahlt. Jahrelang. Aber das hat dem Hurensohn mit der Krone nicht gereicht. So ist das nun mal, ne, mit Steuererhöhung.
Da ist noch ein Bauer, haben wir da keinen Namen. Den Reis kann ich selbst leider nicht ernten. Noch ein Bauer. Viele Bauern. Eine Vogelscheuche. Aber es scheint ja gar nicht so schlimm hier zu sein. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass es den Leuten hier im neuen Lager doch deutlich schlechter geht. Okay, im alten Lager kommt es mir so vor, als wäre jeder irgendwie wohlhabend, reich, ein Kämpfer und toll. Aber wäre natürlich täuschen. So, ach, da sind auch Reisfelder. Ach schön, dann sind das diese typischen Reisterrassen natürlich. Oh, Rufus! Mensch, was bringt dich denn von Deponia hierher? Hi, ich bin neu hier. Wollt mal fragen, was hier so läuft. Frag jemand anderen. Ich arbeite den ganzen Tag auf den Feldern und krieg nichts von dem mit, was hier läuft. Mann, wie gerne würde ich zum Reislord gehen und ihm sagen, er soll seinen Scheiß alleine machen. Ja, aber wie tust du das dann? Wenn's dir nicht gefällt, warum arbeitest du dann hier? Es war am ersten Tag, als ich hier war. Lefty, einer der Schläger, die für den Reislord arbeiten, kam zu mir und fragte mich, ob ich mal kurz auf den Reisfeldern helfen könnte. Klar, habe ich gesagt. Ich war neu und wollte mich nützlich machen. Als ich mich am nächsten Tag von der Arbeit ausruhte, steht der Typ schon wieder vor mir. Du willst doch nicht deine Kollegen ganz alleine schuften lassen, hat er gesagt. Ich habe ihm erklärt, dass ich kaputt bin vom Tag vorher, dass ich mich ausruhen muss und so. Aber er hat mir nicht zugehört. Er hat mich am Kragen gepackt und auf die Felder geschleift. Seit dem Tag stand er jeden Morgen vor meiner Tür. Irgendwann bin ich dann von alleine gekommen. Ich wollte keinen Ärger mit den Typen. Das sind richtige Halsabschneider, mit denen legst du dich besser nicht an. So funktioniert das, dass man in die Todesspirale reinfliegt. Wer ist der Reislord? Er war einer der ersten hier. Hat das Lager mitgegründet und die Reisfelder angelegt. Heute steht er nur noch vor seinem Lagerhaus und streckt seine Wampe raus, der alte Fettsack. Mhm. Ja dann. Bauern. Ich hoffe halt immer auf Bauern mit speziellen Namen, ne? Na, auch nicht. Kann ich hier hoch? Ja. Na dann. Mal gucken, ob man den erkennt, den Reislord. Ja? Horatio. Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Ja, ganz ruhig. Entspann dich. Ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Aha. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Und das war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Und warum dann direkt hierhin? Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Aha. Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Selbst wenn. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Nun, Selbstverteidigung. Zur Selbstverteidigung. Dazu musst du nur schnell sein und nicht stark. Glaubst du, dass Schädelspalten besser ist, als seinen Frieden zu finden? Ja, aber... Um den Mistkerlen hier zu zeigen, wie man mit mir zu sprechen hat. Und bevor du dich versiehst, bist du nur ein weiterer Mistkerl mehr. Nein, dafür werde ich dir nichts beibringen. Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Nein. Dachte ich mir. Interessant sowas mal. So eine Art Quest. So, was? Schläger. So.
Was machst du hier? Ich arbeite für den Reislord. Wenn du was willst, rede mit Lefty. Ja, gut. Dann ist das so. Ja, wie komme ich denn ins alte Lager? Da ist Lefty. Wer ist denn das? Ach, das ist der Reislord. Schön. Hallo, hallo. Was machst du hier? Ich arbeite für den Reislord. Hast du Arbeit für mich? Wir sprechen uns noch. Was ist das? Was ist das für ein Dialog gewesen? Ja. Hey, du! Ich ist ein Bett. Ist hier ein Bett? Ist ja gut. Morgen! Danke, dass ich hier schlafen konnte, ne? Finde ich nett. Danke. Hey, du! Du ja. Hast da drinnen nichts zu suchen. Ja, ruhig. Hey, du! Neu hier, was? Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? Klar. Klar, ich helfe gern. Gut. Geh zum Reislord. Er gibt dir das Wasser und erzählt dir alles andere. Okay. Okay. Ja, dann erste Arbeit für den Reichslord, ne? Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Ja. Lefty schickt mich. Ach so, was hat er gesagt? Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut, hier sind ein Dutzend Flaschen Wasser. Es gibt etwa doppelt so viele Bauern, also... Verteilt sie gleichmäßig. Ja. Ich sehe hier jetzt keine 24 Bauern, ne? Ei. Was? Arbeitest du freiwillig auf den Reisfeldern? Ja, das tue ich. Ist nämlich besser, freiwillig zu arbeiten, als von den Schlägern vom Reislord abgeholt zu werden. So. Mhm. Alles klar bei dir? Was willst du? Hat der Reislord dich geschickt? Ich arbeite doch jeden Tag. Niemand hat mich geschickt. Ich will mich nur ein bisschen unterhalten. Ja, der ist mir so unfreundlich dafür. Ist das jetzt wirklich, dass jeder da was anderes hat? Wie steht's? Wir arbeiten uns den Arsch ab, damit hier alle was zu futtern kriegen. Ja, okay. Wer kümmert sich darum, dass hier auf den Feldern alles glatt geht? Na, wir alle. Der Reislord überwacht zwar alles, aber ich glaube, er sitzt den ganzen Tag in seinem Bunker und zählt die Säcke. Na, immerhin hat er zusammen mit Homer die ganze Anlage hier gebaut. Der kriegt Wasser. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Ja, klar, mache ich gerne. So, das geht immer so nach, ne? Hallo. Wie läuft's denn so? Gibt eine Menge zu tun. Wir brauchen viel Reis, um die Leute hier alle ernähren zu können. Mhm. Habt ihr einen Anführer? Der Reislord ist sowas wie unser Anführer, aber die meisten arbeiten nur aus Angst vor ihm und seinen Schlägern. Bei mir sieht das anders aus. Ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja. Ja, der kriegt Wasser. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Junge. Das habe ich gebraucht. So. Den kennen wir ja schließlich, ne? So, Rufus. Lefty schickt mich. Die mit Namen kriegen alle Wasser. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Also würde ich jetzt mal so prinzipiell sagen. So, Hallo. Ich würde gerne mit dir reden. Wie läuft's denn so? Gibt eine Menge zu tun. Wir brauchen viele... Ach, davon gibt's mehrere. Ach nö, dann kriegst du kein Wasser. Ich habe einen von eurer Sorte schon was gegeben. Die anderen kriegen nichts. Horatio. Mensch. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Ja, das ist doch nett.
Ja. Wie geht's dir denn? Alles klar bei dir? Was willst du? Hat der Reislord dich... Niemand hat mich... Arbeitest du freiwillig auf den Reisfeldern? Ja, ja. So. Ach so. Ja, nee, solche, diese unfreundlichen Leute kriegen ja nichts. Das ist ja ganz klar. Also ich habe keine Ahnung, ob man diese Aufgabe übrigens falsch oder so machen kann. Ja. Wie steht's? Wir arbeiten uns den Arsch ab. Okay, den arbeite ich schon mal. Der kriegt nichts. Hallo. Wie läuft's denn so? Gibt eine Menge zu tun. Ja, hatte ich auch schon. Das ist doch noch einer mit Namen gewesen, oder? Nicht? Bauer. Pock. Da. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Warum müssen die das denn immer erst trinken, bis dann die Animation kommt? Danke, Junge, das habe ich gebraucht. Ja, bitte. So. Der sah müde aus, der kriegt auch Wasser. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Keine Ahnung, ob man da irgendwie erkennen kann, was richtig, was falsch ist, ob es richtig und falsch gibt überhaupt. So, der hier, der steht so abseits, der kriegt auch noch was. Lefty schickt mich, ich habe Wasser für dich. So, hallo. Danke, Mann. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, diese Schlammszene ist halt immer die besser ist. Weil der Schlamm natürlich besser ist. Ahaha, was? Ja, der kriegt Lefty auch, der hat süße Augen. Ich weiß gar nicht, wie viel Wasser ich schon verschenkt habe. 7? Danke, Mann. Ich war schon... Ja, ich weiß, dass du gerne Schlamm trinkst. Komm, hier hinten machen wir doch noch ein bisschen. Damit auch die auf dieser Seite was haben. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. So, ja. So eben wir dasselbe. Danke. So, was ist denn hier? Ne, der war mir zu unfreundlich, der kriegt nichts. Der. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Jo. Perfekt. So, wie viel Wasser kann ich noch verschenken? Das ist die große Frage. Nee, du kriegst auch... Oh, nee, kriegst nicht. Du hast schon, scheinbar. Rufus hat natürlich auch schon. Hier, Wasser. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Junge. Das habe ich gebraucht. So. Horatio hat schon. Hier, dieser Typ in der Ecke. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. So, Danke, Mann. Ja. Vor allem gerecht geht halt einfach nicht. Gerecht wäre gewesen, wenn ich 24 Flaschen gehabt hätte und das halt einfach umverteilt hätte. Das ist wie, man hat 6 Äpfel und 8 Bananen und soll sie halt gerecht aufverteilen zwischen 5 Erwachsenen und 4 Kindern. Danke, Junge. Das geht halt auch nicht. Erosa, du machst Saft raus. So, bin ich zufrieden? Ende. Okay, gut, ich habe scheinbar noch nicht allen was gegeben. Nein, der hat nichts. Okay, dann der nächste. Ja, okay, der nächste. Das ist eine bisschen verwirrende Quest. Vor allem, weil die sich halt auch alle bewegen, ne? Pock hat schon. So, hier auch nicht.
Ich glaube, ich habe das Wasser verteilt oder selbst getrunken, das ist verdunstet oder so, das ist der Engelstropfen ist das gewesen. Aber ein großer Engelstropfen. Hey du, gut gemacht. Du bist ja zu was zu gebrauchen. Ich denke, das ist genau die richtige Aufgabe für dich. Du wirst das ab jetzt jeden Tag tun. Fang direkt wieder damit an. Definitiv nicht. Du kannst dein Wasser ab jetzt selbst bringen. Ach, hast du was Besseres vor? Ich glaube, ich muss dich noch einmal daran erinnern, wer hier der Boss ist. Ach ja? Au. Mal sehen, was die so drauf haben. Wir machen jetzt ein vernünftiges Bewerbungsgespräch. So. Ey, was so? Hallo, mal hallo, sehen, hallo, so hallo, hallo. So, der Reislord, ne? Oh, sorry. Versuch das mehr ausgehalten. Das weiß ich nicht. Warte mal, die große Frage ist doch, Horatio der Bauer. Ach, das ist gar keine. Of course. So. Du kümmerst. Hast du Arbeit für mich? Geh zu Lefty. So, Hä? Muss ich das jetzt nochmal machen, oder wie? Was machst du? Wir sprechen. Ja, geh ich nochmal kurz schlafen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich. Hä? Hey, du! Dabei habe ich doch. Ich habe doch geschlafen. Das ist jetzt gerade sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. So. Wir machen das jetzt im Speed-Durchlauf nochmal. Hey, du! Ja. Ach so. Ist die falsche Person. Hey, du! Ja. So. Ist das jetzt. Ist das Wasser? Okay. So, hier. Eins. Lefty schickt mich. Da! Mama, während es das Licht. Gehen meine Augen nicht so kaputt. So kaputt. So eins. Hallo, 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 hallo. So. Zwei. Hallo. Lefty schickt mich. Wasser. Hey Mann. Du hast nichts mehr? Haben wieder alle was gekriegt, bis auf mich? Oh. Achso, das war's. Oder wie? Hallo, 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 hallo! Die Frage ist jetzt, wieso kriegt Rufus nix? Lefty schickt. Aber du. Was? Habt ihr einen an. Bei mir sieht das an. Ach, ich muss mir. Ach so. Ach, ich bin ein bisschen dumm. Ich habe kein Wasser vom Reichslord geholt. Ich glaube. Oder? So. Ich dachte, das wäre schon die Pläne, du meinst? Jetzt ist es besser. Jetzt haben die wieder was. So, hier. Eins. Ich glaube kaum, dass ich. Diese Animationszögerzeit in die Länge. So. Eins. Zwei. Lefty schickt mich. Ich hab was. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere, sonst lieber über was anderes reden. Geld jeweils mal 5 Sekunden, oder? Danke, die Junge. Ist einfach für unnütz sind. So, hier. Ich hab. Und? Ich halte mich da lieber auf. Nein. Dachte ich. Lefty schickt. So, hier. Nice. 2, 3, 4, 5, 6. Du kannst halt in 6 Sekunden lang nichts machen. So. Lefty schickt mich. Wahrscheinlich hast du
Danke, Mann. So, nächstes Stockwerk. So. Lefty schickt mich. Oh, ich muss niesen. Danke, Mann. Ich war schon kurz. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser. Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Danke, Junge. Früher wäre das ganz anders. Lefty schickt mich. Ich so. Danke, Junge. Ja, ich habe ja eh nichts sagen können, weil es ist halt immer dasselbe. Lefty schick. Danke, Mann. Ich weiß nicht, wie viel Wasser ich schon verbraucht habe und so. So, Ich halte mich da lieber raus. So, du hast schon so gekommen. Ich halte mich da lieber raus. Kann schon sein. Auch nein, scheinbar. Wahrscheinlich hast du recht. Lefty. Früher. Das ist ein bisschen nervig. Danke. So, der nächste. Lefty schickt. Danke, Mann. Will ich trotzdem nicht stecken. Man darf auch nicht alles. Vor allem ist das halt so ein richtiger Hurensohn, dieser Typ. So ein richtiger. Natürlich nenne ich den Hurensohn. So, wie viele Wasserflaschen habe ich denn jetzt schon mittlerweile? Lefty schickt mir. Danke, Mann. Ich kriege nämlich langsam die Krise. Das ist halt so ein richtiger, du machst einen Gefallen für den und der erwidert das halt null. So ein richtiger Wichser ist das. Lefty schickt mich, ich habe Wasser. So ein richtiger. Vor allem, ne, du schreckst dir den Finger aus, der nimmt halt die ganzen Arme. Ja, danke. Einfach direkt. Nicht nur die Hand. So, Ende, mit dem habe ich definitiv nicht geredet. Das heißt, ich vermute jetzt einfach mal, ich habe meine 12 Sachen gepackt. So, hallo, Lefty. Hey du, gut gemacht. Ich denke... So, Lefty, ein ziemlich großkotziger Banet aus dem neuen Lager will, dass ich den Bauern noch mit Wasser bringe. Lässt sie doch tatsächlich, dass ich das nur jeden Tag mache. So, also, mache ich jetzt einen Cut, bis zur nächsten Folge, tschüss.